Ja, man kann da nur saufen in so einer Welt. Oh mein Gott. Nicht angucken, reicht. Tun die dann nichts. Gut. Last. Kamera. Mir fehlen echt die Worte, wie ich das Spiel zu erklären ist sehr schwer. People. Tut mir leid, angeleuchtet wieder. Ich war ganz still, so überwältigt, das weil ich in all diese Energien gesprengt wurde. Oder Lachs, da waren oder Dämonen Schwein, in den Feldern mancher Leute. Schwein, Rind oder Schwein. Ich war schockiert, verblüfft und verängstigt. Egal. Und ich starrte auf diese Person mit dem Dämon. Und er drehte sich direkt zu mir um und starrte mich an. Also, was immer dieses Wesen auch war, es wusste, dass ich es sehen konnte. Und sein ganzes Wesen veränderte sich. Und es gab einen riesigen, mächtigen Zusammenstoß von Energien in dem Moment. Ein Fernseher. Ja, ziemlich dicker. Fernsehen. Da geht's rein. Okay. Hallo. Wo ist ein Telefon? Da. Buddy, ich habe ihn wieder gesehen. Das Feuer. Ich konnte kaum atmen. Hör zu, du sollst nur eins wissen. Egal wie schlimm es auch wird, ich bin für dich da. Das siehst du doch auch so, oder, Buddy? Ich meine, wenn ich Ärger hätte, würdest du mir helfen, oder? Ja, das würdest du. Thank you.
Pistolette bestimmt, oder? Mann, sind hier viel ganz dumme Automaten. Was sind das für Bilder? Und so verlangt es sie nach einer Welle, nur noch nach den dreckigen Sachen, die Schweine am Trog, das nackte, schwitzende Fleisch unter dem Lederquart. Sie schauen alle zu, ihr hoch mit dummen, ausdruckslosen Gesichtern und heraushängenden Zungen. Beobachte das hübsche Vögelchen, es wird dich gut unterrichten. No entry. Hallo, Klatzkopf. Wo geht's jetzt weiter? Da lang. Kinoabend. Na ihr kranken Leute. Mein Gott, ist das komisch. Hi. Komm, spiel mal ein Lied, Alter. Nee, macht sie nicht. Oh Gott, Mann. Spielt sie. Oh!
Menschlichkeit in dem Spiel. Oh mein Gott. Wo sind das? Jetzt noch. Hätte es funktionieren können, sich Flügel wachsen lassen, hoch ins strahlende Blau fliegen. Dieser ganze tote Tauben Schwachsinn bis zum Mond und zurück, aber du und ich wissen es besser. Sie wird dich im Dreck liegen sehen, wie sonst könnte sie rein sein. Okay, dazu ein Waschbecken, das passt ja sehr. Ich hab euch doch gerettet, oder? Achso, ich dachte, die wollten mich aufhängen. Ein Wunder. Sie ist fordernd. Sie macht Angst. Sie befreit. Sie ist jeder Farbton des Regenbogens. Sie ist hell, sie ist dunkel. Liebe ist absolut notwendig. Ich meine, darum geht es, oder? Suchen wir nicht alle nach Liebe und hungern danach? Da geht's runter. Da geht's hoch. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Es brennt alles. Was alles reinigt, die Sünden reinigt. Kann das sein? Er wird stärker. Alles beginnt zu zerfallen. Wer wird stärker? Der Teufel oder Gott?
glaube, es ist schon 5 Uhr real. Die Vögel draußen singen schon ihre Lieder und nerven mich. Oh mein Gott, ist das riesig, das Gebäude. Ah, und wieder hell. Du willst es nochmal versuchen? Damit es so wird, wie es vorher war? Ich weiß noch, als wir uns kennenlernten, da wolltest du die Welt erobern. Du hättest es fast geschafft. Aber dann hast du die Chance vertan. Warum glaubst du, dass du diesmal nicht denselben Fehler machst? Ich weiß nicht. Ich muss drüber nachdenken. Gut, ich glaube, der Typ bin ich. Meine Fresse, ist das riesig hier. Du nimmst ihn mit zu dir nach Hause und mein Gott, ist er gut, dann drehst du dich zu ihm herum für eine zweite Runde und seine Haut löst sich ab wie feuchtes Toilettenpapier und darunter ist er schwarz und verrottet und deine Oberschenkel sind mit klebrigen heißen Teer verschmiert. Okay. Schade. Kein Schnaps drin. Jetzt geht's ins Licht. Was erwartest du denn? Die Stadt hat kein Ende. Keine Pause für dich, für mich oder irgendjemanden. Du musst da einfach raus.